ihrer Musik prägt und inspiriert sie die deutsche Musiklandschaft seit über 20 Jahren. Seit wir sie auf Mit dir gehört haben, wollen wir nicht mehr ohne sie. Und inzwischen released sie schon ihr 6. Studioalbum. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hier ist die deutsche Queen of Soul, Joy Denalani. Hallo. Wie geht's dir? Nach so einem Intro natürlich gut. Und dir? Mir geht's auch sehr, sehr gut. Ich finde eigentlich das Intro noch viel zu kurz, weil es gibt so viel über dich zu erzählen. Und du prägst ja nicht nur die deutsche Musiklandschaft, sondern deine Musik schafft es auch immer wieder über die Ländergrenzen hinaus. Du wirst von internationalen Künstlern anerkannt. Du wurdest unter Vertrag genommen bei Motown, wo die größten Künstler der Zeitgeschichte schon released haben. Aber würdest du trotzdem sagen, du bist und bleibst Berlinerin? Deutschland ist so dein musikalisches Zuhause? Also ich bin auf jeden Fall und ich bleibe auch Berlinerin, das stimmt. Beim Musikmachen habe ich nicht so sehr gedacht in Grenzen. Seitdem ich Musik mache, habe ich eigentlich immer nur also Sound machen wollen, der mich interessiert. Und vieles von dem Sound findet eigentlich außerhalb der deutschen Grenzen statt. Also Soul, R&B, Jazz ist jetzt einfach, sind nicht so Genres, die hier so dieser Musikkultur so immanent sind. Und deswegen habe ich mich bestimmt natürlich nach außen orientiert. Aber ich arbeite mit sehr vielen Leuten aus Deutschland, weil es gibt natürlich unglaublich gute Produzenten, Musiker. Insofern ist es eigentlich so ein Mischding. Also ich würde mich eigentlich einfach als Musikerin bezeichnen, die immer weiter wachsen will, die ihr Interesse und ihre Neugierde nicht verliert, weißt du? Ja. Gar nicht so sehr, wo will ich hin damit, im Sinne von, ich muss den Durchbruch schaffen, ich brauche die internationale Anerkennung. Ich glaube, ich brauche einfach für mich das Gefühl, dass ich immer das Bestmögliche getan habe in dem Moment, in dem ich was abgegeben habe. Nee, es macht voll Sinn. Also ich finde, man hört es auch in deiner Musik und ich habe auch verschiedene Interviews von dir gelesen, wo es immer wieder darum ging, okay, Gleisdreieck klingt jetzt irgendwie, hat vielleicht mehr Hip-Hop-Einflüsse und manchmal war es eben mehr soulig, manchmal war es ein bisschen mehr jazzig, aber es ist ja trotzdem, es bist ja alles du und du sagst ja auch selber, du willst dich nicht irgendwie in eine Schublade packen lassen, sondern du willst einfach zu jedem Zeitpunkt komplett authentisch das machen, was du fühlst. Du hast es sogar mal beschrieben als so eine Art Dokument eines Moments deines Lebens oder eine Momentaufnahme. Dein letztes Album hast du mitten im Lockdown veröffentlicht. Ne? Ja, das stimmt. Das war dann so eine Momentaufnahme, ich glaube, die konnten wir alle gut mitfühlen. Und damals ging es ganz viel um Liebe. Davor Gleisdreieck, das war so eine Momentaufnahme aus deiner Kindheit, aus deinem Aufwachsen, Großwerden in Berlin zwischen Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg. Und dein erstes Album Mamani, da feierst du so ein bisschen oder thematisierst du deine südafrikanischen und deutsche Heritage. Welche Momentaufnahme sehen wir jetzt gerade? Eine gute Frage. Ich würde sagen, was dieses Album schon sehr stark mit geprägt hat, war eigentlich der Tod meines Vaters. Der ist in 2021 gestorben, eigentlich auch mitten in der Kampagne zu meiner letzten Platte, Let Yourself Be Loved, die, wie du schon erwähnt hattest, ja bei Motown veröffentlicht war und die ich auch in Corona veröffentlicht habe, weil ich eben das Gefühl hatte, ich will nicht warten, bis Corona vorbei ist, sondern die Platte ist für mich jetzt gerade erzählenswert. Das ist jetzt die Momentaufnahme meines Lebens. Und so habe ich dann also durch den Tod meines Vaters eigentlich motiviert sofort angefangen zu arbeiten an der Platte, die jetzt da ist, an Willpower. Also würde ich sagen, ich glaube schon einmal der Moment des Verlustes und dann aber auch so eine Zäsur, im Leben meines Mannes und mir, weil wir haben Kinder, die sind jetzt echt beide groß und die sind beide nicht mehr zu Hause. Das heißt, wir haben eine ganz neue, alte Lebenszeit jetzt. Boah, es gibt wirklich auch so viele Themen, die du in diesem Album ansprichst oder auch verarbeitest, aber natürlich nochmal mein herzliches Beileid zum Verlust deines Vaters. Ich bin selber ein richtiges Papakind, deswegen ich habe total viele Songs sehr gefühlt und Happy, die Single, die ist ja auch schon draußen, also alle Singles sind ja schon draußen, aber Happy hast du ja ganz bewusst deinem Vater gewidmet. Genau. Was war da so der Prozess dahinter? Also ja, also gut, natürlich, also der Verlust und irgendwie, ich finde, das ist ja das Tolle, was wir als MusikerInnen haben. Also die Möglichkeit, Dinge, die unmittelbar passieren oder die auch wieder aufpoppen, weil man sie an einem bestimmten Punkt noch nicht verarbeitet hat, mit denen man sich beschäftigt, dass man die verarbeiten kann in Songs. Mhm. Also zum Ausdruck bringen kann, was man vielleicht so in einem normalen Gespräch nicht so vermitteln kann. Weil Texte auch die Möglichkeit, also Songtexte einem ja auch die Möglichkeit geben, bestimmte Dinge zu abstrahieren. Du musst nicht sozusagen ganz passgenau erklären im Song, was du gerade erlebst, sondern du kannst es irgendwie verklausulieren zum Beispiel. Und für mich war das irgendwie wichtig, eigentlich die Fallhöhe zwischen eigentlich der Liebe und dem Glück
So, diese also Innigkeit, gepaart einfach mit dem Schmerz und dem Verlust. Also das irgendwie in einen Song zu formulieren, so, das war für mich die Herausforderung. Das, und ich hatte das Gefühl, ich muss es tun. Und ich habe, glaube ich, auch auf verschiedenen Ebenen irgendwie versucht, eben dieses Gefühl von Verlust oder aber auch Vergangenheit, gemeinsamer Vergangenheit zu zeigen. Also es gibt ja zum Beispiel diese, ich nenne es jetzt mal Humming-Ebene, dieses Das ist ja eben ein nonverbaler Ausdruck von Gefühlen, weißt du? Ja. Ich glaube, ich drücke auf dieser Ebene irgendwie ein inneres Gefühl aus, das ich empfunden habe und das eigentlich auch so eine Connection herstellen soll zu meinem Vater. Ich will damit irgendwo auch markieren, dieses Gefühl, das ich glaube, das er durch sein Leben getragen hat. Ja, also eben so eine Mischung aus, weil ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen zu nerdy ist, aber eigentlich, wenn du dir diese Ebene anhörst, dann ist sie ja auf eine Art, ist sie irgendwie, es klingt so ein bisschen sorgenvoll und prekär und löst sich aber irgendwo auf. Weil ich mache und dann ist das letzte und irgendwie so, da ist für mich so ein bisschen so ein joyful Moment. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen nerdy Talk jetzt gerade, aber das war für mich wichtig, diese Ebene, die einfach nur durch ein Gefühl funktioniert, ohne dass man verstehen muss, was ich da sage. Ja. Und dann gibt es ja diese Trauermarsch, diese Drumroll, die mir super wichtig war, weil ich eben auch signalisiere. Woher kam die? Also na, es gibt ja so Trauermärsche, ganz traditionell, auch im deutschen und im deutschsprachigen Raum. Ne? Ja. Also ganz klassisch der Trauermarsch. Also da wusstest du auch von Anfang an, das ist so der Sound, den du auf jeden Fall damit reinnehmen möchtest. Im Drum. Also nicht in der Komposition, aber der Drumroll. Also das war mir super wichtig. So, das ist markiert für mich zum Beispiel auch dieser Gang, der letzte Gang eigentlich. Ja, ja. Und dann eben diese Dynamik, also ganz ruhig zu singen und dann eben der Ausbruch. Also diese Gefühlswelt, so was in einem los ist, dieses nach außen sieht man ganz normal aus, aber innerlich ist es irgendwie so zum Zerreißen. Genau, ich wollte gerade sagen, eine Zerrissenheit natürlich. Ganz schön deep, ne? Nee, es ist wirklich sehr deep, aber ich finde trotzdem, es ist ja ein trauriges Thema. Du verarbeitest deine Trauer da, den Verlust verarbeitest du, aber irgendwie hast du es trotzdem geschafft, in so einer Leichtigkeit es daherkommen zu lassen. Ne? Du hast gerade beschrieben, welche verschiedenen Farbwelten es eigentlich in dem einen Song gibt. Ich finde, es wird ganz schön nochmal untermalt, wenn man das Musikvideo sieht, weil ich finde, das ist richtig großartig gelungen. Du hast es ja in Südafrika gedreht, soweit ich weiß. Und da waren auch einige Familienmitglieder von dir involviert. Ja, fast ausschließlich. Echt? Ja. Ich war mir da nicht sicher. Ich glaube, dein Sohn war dabei. Ne? Ja, und alle, die du da siehst, das sind ja meine Cousinen, Tanten, Nichten, Neffen. Und vor allem haben wir es gedreht im Haus meiner Tante in Soweto. Also das war ihr Haus. Sie lebt dort. Deswegen wirkt es auch so intim, weil es auch wirklich intim war. Genau. Und alle, die da waren, kennen dieses Haus. Alle kennen sich untereinander. Ja. Es war einfach der geschützteste Raum für so ein Thema, glaube ich, den man, den man wählen konnte. Ja. Fun Fact ist, in diesem Haus habe ich mein Video Soweto vor, das war 2003. Ja. Da bin ich in diesem selben Haus. Also wenn man jetzt auf das Video geht von Soweto, da bin ich im Haus und sitze da mit einer Frau, die mir Fotos zeigt. Das ist meine Tante Nancy, der dieses Haus gehört. Es ist ein Full Circle Moment eigentlich. Voll schön. Richtig, richtig schön. Du hast ja gesagt, Willpower, das Album, das beschreibt irgendwie so ein bisschen auch zwei Abschiede. Ne? Wir haben zum einen den Verlust deines Vaters, aber du hast auch gesagt, deine Jungs sind aus dem Haus, die sind jetzt erwachsen, die sind weg. Ist das auch mit Trauer verbunden oder ist es eher so ein Happy Moment? Ich finde, es ist ein Happy Moment, weil es mir auch gefällt, dass sie in ihre Leben gegangen sind, für sich selbst auch. Und das kann mich ja nur glücklich machen, wenn sie ihr Leben führen und ihre Wege und Schritte gehen. Und dass sie in der Lage sind. Ja, das meine ich. Die Möglichkeit haben. Insofern ist es toll. Sehr schön. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es deine eigene Formulierung ist, aber dass dieses Album schon so Happy Sad Soul ist. Mhm. Das beschreibt ja auch diese zwei Welten. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ja, doch, kann ich. Da sind schon einfach so zwei Emotionen sehr nah beieinander, die sich manchmal abwechseln, die manchmal auch zusammenkommen auf dem Album in Songs, in Form von Songs, dass ich damit schon viel anfangen kann doch. Man merkt, dass da die Gefühle sehr gemischt sind und von Song zu Song so wechseln und selbst innerhalb eines Songs. Was würdest du denn sagen, wer hat dich geprägt? Ich habe ja auch gesagt, du hast so die deutsche Musiklandschaft mit inspiriert, mit geprägt, mit dem Soul. Welche Künstler und Künstlerinnen haben dich geprägt in deiner Oh, so viele. Also Soul-Sänger, Sängerin,
klar, ich weiß nicht, Donny Hathaway, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Chaka Khan, Patti LaBelle, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan. Und dann, also dann geht es irgendwie so schon in so meine Frühjugend. Und dann kam relativ schnell eigentlich so Mary J. Blige für mich irgendwie auf die Bühne. Und das fand ich jetzt schon so sehr prägend. Mhm. Also was Mary für einen Sound gemacht hat und wofür sie stand und wie ausdrucksstark sie war. Ich konnte da sofort den Bogen zurückspannen eigentlich, ohne es genau benennen zu können, zu eben Künstlerinnen wie eine Aretha Franklin oder auch eine Chaka Khan, einfach sehr ausdrucksstarke Sängerin. Also mich hat eigentlich immer das gecatcht, was entweder virtuos in der Delivery war. Mhm. So, ich würde sagen, jemand, der virtuos in der Delivery ist, ist sicherlich, natürlich Beyoncé ist jemand, der ist sehr virtuos, oder sie ist sehr virtuos. Jasmine Sullivan ist obervirtuos. Also das sind einfach Fähigkeiten im Gesang, im Phrasing, die sind wirklich outstanding. Die sind nicht einfach nur talentiert, sondern begabt. Die sind einfach outstanding. Ja. Es ist wirklich also Königinklasse. Hast du jemanden, der für dich der Inbegriff von Willpower ist? Weil dein Album heißt Willpower, Willenskraft. Ich habe irgendwie voll, ich habe das Wort sehr lange nicht mehr gehört. Mhm. Ich glaube, wir sprechen heutzutage oft von fokussiert oder von diszipliniert oder dass jemand Drive hat. Mhm. Ich finde Willenskraft, Willpower ist ja nochmal was ganz anderes eigentlich. Ich habe nicht konkret jemanden gerade in diesem Moment vor Augen, aber für mich ist Willpower schon auch die Fähigkeit, in den Momenten, in denen man vielleicht kein Team um sich rum hat, das mitzieht oder versteht, was man macht oder vielleicht sogar anderer Meinung ist, ist für mich irgendwie in so einem Moment die Willenskraft ein total wichtiges Tool. Ja. Zu sagen, okay, verstehst du vielleicht jetzt gerade nicht, noch nicht oder niemals, aber ich verstehe das und ich muss es irgendwie für mich ja auch entscheiden. Du hast auf Willpower auf jeden Fall einen Song, der heißt Revolutions. Mhm. Und da singst du von Momenten, in denen du vielleicht manchmal weniger Willenskraft hast. Mhm. Oder wo man sich einfach fragt, wie viele Revolutionen brauche ich noch? Wie oft muss ich noch wieder den Kopf selber aus dem Sand ziehen oder mich selber hochziehen? Mhm. Das ist ja auch ein super ermüdender Prozess manchmal, diese Willenskraft zu finden. Mhm. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo das bei dir sehr stark war, dass du dachtest, okay, jetzt langsam habe ich diese Willenskraft nicht mehr so sehr? Nein. Oder was machst du, um die wieder zu stärken? Naja, es ist ja nicht so, dass ich ständig von ihr Gebrauch mache. Aber es ist ja schon der Motor, der dich treibt. Es ist der Motor, der mich in Momenten insbesondere dann antreibt, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich es aus mir selbst heraus gerade machen. Und ich muss ja hier auch selbst aus mir heraus mit dir sitzen und dieses Gespräch führen. Also was heißt, ich muss, ich will, aber das ist keine Anstrengung für mich. Ich fühle mich so in meinem Element. Es ist irgendwie eine Begegnung auf Augenhöhe und es ist kein Moment des Zweifels. Ich glaube, im Moment eines Zweifels hilft einem die Willenskraft. Und die hat mich insofern einfach noch nicht verlassen, als dass ich jetzt ja nicht ständig in einem ständigen Zweifel bin, in einem ständigen mich gegen irgendwas aufzubürden, sondern es ist etwas, was wie so eine Reserve irgendwie immer mitschwingt und dann manchmal eben zum Tragen kommen muss. Du weißt, du hast es da und du kannst jederzeit darauf zurückgreifen. Ja. Und bisher hat es mich, glaube ich, sie hat mich nicht verlassen bisher, glaube ich, die Willenskraft. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, in dem ich dachte, ich kann nicht mehr im Sinne von, klar bin ich manchmal erschöpft oder müde oder so, aber ich kann das alles nicht mehr so weitermachen. Das ist alles, also das hatte ich noch nicht. Das war sehr schön zu hören. Aber kann ja noch kommen. Du hast sehr schöne Sachen darüber erzählt. Deswegen gehen wir zu einem weiteren Highlight-Track, weil es jagt ja ein Highlight das andere. Okay. Auf deinem ganzen Album sind 11 Songs. Darunter ist ein Feature mit der Wu-Tang-Clan-Legende Ghostface Killah. Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Also es ist, wir kennen ihn alle. Es ist wirklich Musikgeschichte, die du damit auf deinem Album hast. Wie kam es dazu? Ich bin einfach Fan von Ghostface und zwar schon ewig und ich finde, ich habe ihn einfach gehört auf dem Song. Manchmal hat man ja in dem Moment, in dem man sich entscheidet, ich hätte gern Feature auf dem Song X, hört man irgendjemanden drauf. Du hast dann irgendwie so eine WunschkandidatInnen so vor Augen und im Ohr. Und er war mein Wunschkandidat Nummer 1. Wirklich? Und dann war es natürlich jetzt nicht so einfach, hey, ich rufe dich mal an. Ja, ich wollte gerade fragen. Ja, Ghost, wie sieht's aus? Kommst du vorbei? Also da musste man jetzt dann schon auch irgendwie die Kontakte,
die einem zur Verfügung standen, spielen lassen. Und dann war die Begegnung doch auch gar nicht so kompliziert zu arrangieren, wie man dann denkt. Hat er den Song zugeschickt bekommen? Er hat ihn zugeschickt bekommen, hat gesagt, okay, cool, lass uns treffen. Dann haben wir uns getroffen, weil ich in Session war in Wien und er gespielt hat mit Wu-Tang in Wien. Und dann kam er an und ich dachte, der hat schon eigentlich alles vorbereitet. Ich kam gerade an dem Tag aus einer Session. Ich war schon richtig müde. Wir waren um 7 verabredet, der kam, glaube ich, um 8:30. Okay, fair enough. So, und dann erstmal Begrüßung und warm werden miteinander, cool. Und dann sagt er so, ja, also okay, also zeig mir mal den Song. Ich so, wie bitte? Excuse me. Das mache ich nächstes Mal auch. Wollen wir mal ins Album reinhören, damit ich mir das Fragen überlegen kann? Genau, so ungefähr. Nee, also, und dann, es war auch in Ordnung. Ne? Ja. Also ich meine, der hat halt einfach, ich verstehe das auch, der hat, glaube ich, sehr viel zu tun und der arbeitet auf sich dann, also auf Strecke. Der guckt dann irgendwie, was ist das nächste Projekt und dann geht er in dem Moment, in dem sich diese Tür öffnet für das Projekt, dann auch erst rein. Und dann haben wir uns den Song angehört und es war echt so intensiv und er war, glaube ich, so persönlich getroffen von der Geschichte und irgendwie, ich glaube, einfach von der Art, wie der Song klang, irgendwas hat es in ihm ausgelöst und er war wirklich richtig emotional. Also ich will, ich würde sagen, sehr emotional und hat sich dann, und das fand ich nämlich interessant, wie er arbeitet, er hat sich dann mit mir zusammengesetzt, meinte alle raus aus dem Raum, nur du und ich, erzähl mir alles aus deiner Kindheit, erzähl mir alles von deinem Vater, wer er war, wie er war, was er gemacht hat, was für ein Vater er auch für dich war und für deine Geschwister. Also wollte so viele Details wissen, hatte da irgendwie seinen Schreibblock und wirklich wie so ein Journalist so alles Mögliche notiert, hat dann auch Rückfragen gestellt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, keine Ahnung, der letzte Tag seines Lebens waren wir alle zusammen. Das war ein Zufall quasi, oder eigentlich war es auch kein Zufall, denn ich glaube, dass mein Vater in dem Moment, in dem wir alle nochmal um ihn versammelt waren, dann für sich auch entscheiden konnte, okay, it's time to go. Mhm. Konnte Frieden damit schließen. Genau, und er war an diesem Tag total wach und so wirklich gut drauf, so dass ich dachte, ah, okay, das geht ja gerade wieder bergauf und dann wenige Stunden später war er aber dann tot. Und man nennt diese Phase manchmal vor dem Tod, wenn man nochmal so aufblüht, Schwanengesang. Das ist der Schwanengesang eigentlich, bevor du dich verabschiedest. Mhm. Dann habe ich ihm das so erklärt, er so, what's that? Dann habe ich es ihm erklärt und dann schreibt er das auf und dann hat er es auch sofort verarbeitet im Song. Er sagt ja an einer Stelle, the family gathers in the final hours, photos of great times, tears and flowers, I can feel it, God and the spirit, songs of the swan had played and you could hear it. Also, und das ist so, das ist die Art, wie er dann eben, finde ich, das ist ein gutes Beispiel für seinen Songwriting-Skill und auch seine Vorgehensweise. Und dann hat er es einfach in 16 Bars geschafft, einfach einmal so mein Gefühl zu meinem Vater zu erklären, dieses Gefühl in der Art, wie er es delivered hat, reinzugeben und genug Informationen über diesen Mann auch zu erzählen. So. Und was ich ganz besonders interessant fand, war, dass er das Lied eben aus meiner Perspektive geschrieben hat. Also nicht Wahnsinn, Ghostface Killer kommt und sagt, meine Story, I'm Ghostface and this is my story, sondern er hat einfach aus meiner Sicht gerappt. Er hat deiner Geschichte wirklich nochmal neue Worte verliehen. Genau, er hat aus der Ich-Perspektive, also nicht aus der Ich-Perspektive, sondern aus der Joy-Perspektive geschrieben. Er sagt ja irgendwo auch, plus, I'm still daddy's little girl. Mhm. You did it too, nothing else mattered in this world. Also als wäre ich diejenige gewesen, die rappt. Habe ich nicht, aber so, das fand ich auch interessant, diesen Perspektivwechsel. Und genauso habt ihr es ja dann auch im Musikvideo umgesetzt, dass es dann auch wieder nicht er performt hat und auch nicht du, sondern, wer war das? Lissedi heißt sie. Lissedi. Das war tatsächlich eine Schauspielerin. Es gibt ja eine Schauspielerin und eine Tänzerin. Das sind die einzigen Leute, die nicht aus der Familie kommen. In sie hat es auch wahnsinnig rübergebracht. Ist so gut. Ja. Mhm. Okay, aber krass, dann hast du eigentlich in Wien eine Therapy-Session mit Ghostface. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, es war therapeutic, auch für ihn. Ja, stelle ich mir sehr emotional vor, weil wenn er so viele Fragen stellt, Rückfragen stellt zu deiner Vergangenheit, zu deinem Aufwachsen, dann durchlebst du ja nochmal den ganzen Prozess. Ja. Und ich meine, da hattest du Happy ja schon fertig geschrieben. Mhm. Also eigentlich hattest du es für dich ja schon verarbeitet und dann für das Feature nochmal alles neu durchlebt. Mhm.
Wie bist du aus der Session rausgegangen? Weil du meinst, es war eigentlich schon 8:30. Wann seid ihr raus? Ich glaube 4 Uhr morgens dann. Also er hat ja auch echt mal ein paar Stunden geschrieben, was ja auch fair ist. Also so schnell würde ich auch gerne mal so einen guten Verse schreiben, ehrlich gesagt. Also das war dann schon schnell. Und dann hat er echt sich auch Zeit gelassen beim Einrappen. Und da hat Max die Session operated. Und das war auch gut so, weil der Engineer, mit dem wir aufgenommen hatten, sehr netter Typ, der war überhaupt nicht gewohnt, diese Geschwindigkeit, also diese Pace, also dieses Punchen. Zack, zack, ja. Das konnte der gar nicht. Und dann hat Max da so ein bisschen die Session gefahren. Das war echt gut, dass er dabei war. Ich hätte die Session nicht fahren können. Ich konnte immer nur so auf so einer emotionalen Ebene. So, yeah, but, weißt du, der war dann auch so, der war, glaube ich, auch angespannt, weil er es auch gut machen wollte. Er hat dann gesagt, ich will es für dich machen, das ist wichtig, das muss gut sein. Ja. So, du musst schneller sein zu dem Engineer. Und der wusste nicht, wo unten und oben ist. Und ich dann immer so zu ihm hin, dann haben wir so Händchen gehalten und so, fühlst du das? Ja, ich fühle das. Und so, also da liefen Tränen, also everything. Wow. Ja, das war schon wirklich sehr, sehr intensiv. Wirst du auf jeden Fall nicht vergessen. Mm-mm. Richtig krass. Ich finde es spannend, wie du darüber sprichst, wie er schreibt, weil du in einem Interview auch mal erwähnt hast, dass eine deiner größten Herausforderungen ist, gute Texte zu schreiben. Ja. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil du einfach lyrisch sehr hohe Ansprüche hast an deine Kunst und deswegen dir auch die Zeit nehmen willst und genau überlegst, wie du etwas formulierst. Ja. Und genau deshalb arbeitest du auch immer wieder mit anderen Künstlern, Künstlerinnen zusammen, SongwriterInnen. Hast du da jetzt schon so dein festes Team gefunden, mit dem es am besten float? Also englischsprachig, ja. Da habe ich Sway Clark und Sekou Neblett. Sekou Neblett, der war auch Teil von Freundeskreis, den kenne ich schon seit über 20 Jahren, ist einer meiner besten Freunde. Und der schreibt, finde ich, sehr, sehr gut. Mit dem habe ich Songs eben geschrieben wie Good Times Better, Far Cry. Und mit Sway habe ich eben Happy geschrieben, aber auch Hideaway. Okay. Und Flyby. Und Sway kenne ich seit, ja, vielleicht um 10 Jahre. Mit dem habe ich schon, mit ihm und Sekou habe ich auch meine letzte Platte geschrieben. Und dann hast du, holst du dir natürlich producermäßig auch immer nur die besten Leute rein. Du hast das Album ja gemeinsam mit Roberto Di Gioia produziert, der auch dein letztes Album produziert hat, richtig? Ja. Und natürlich ist Max mit dabei. Wie lange arbeitet ihr jetzt genau in dieser Dreierkonstellation? Also in der Dreierkonstellation in der Form, jetzt zum ersten Mal. Aber ich arbeite ja mit Roberto schon wirklich sehr, sehr lang. Und es gab oder es gibt diese Konstellation, eine Dreierkonstellation zwischen Max, Roberto und einem anderen Produzenten. Mhm. Mit denen zu dritt habe ich auch die Gleisdreieckplatte unter anderem produziert. Aber mit Roberto habe ich jetzt dann meine erste Erfahrung, also als Duo quasi oder als er als Alleinproduzent mit der Let Yourself Be Loved gemacht. Und das war jetzt Will Power, so die erste Kollaboration mit nur Max und Roberto als Produzenten. Und es ist immer cool. Also es ist sehr, weißt du, verspielt auch auf eine Art. Oder eine Mischung aus verspieltem Arbeiten und Forschen. Mhm. Ich finde uns wie Forscher, weil wir nehmen uns irgendwie ein bestimmtes Stück vor und dann forscht man so lange daran rum, mit welchen Sounds man genau arbeitet, bis es da ist für einen. Und das ist so sehr spielerisch und in der Umsetzung dann wird es extrem sorgfältig. Also es ist so eigentlich eine spannende Mischung. Also wir sind irgendwie verspielt Nerds, würde ich sagen. Also seid ihr dann schon sehr penibel auch in dem, was das klingen soll, was ihr wollt. Ja, und ich glaube, im Übrigen sind die meisten MusikerInnen so das verspielte Nerds. Also es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, sondern die meisten Leute, wahrscheinlich auch die hier sitzen, die sind also, egal was sie nach außen vielleicht erzählen inhaltlich, sie sind sehr genau in der Execution. Du hast ja, wir haben schon jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, angefangen mit Max zu arbeiten bei Mit Dir. Übrigens einer meiner Favorite Songs. Und als ihr diese MTV Unplugged Session hattet, da war komplett Game Over, wie ihr euch da gegenüber saßt, richtig schön. Und du hast selber gesagt, als du hast zum ersten Mal so diese, so eine inspirierende Facette von deutscher Musik gehört, als du Freundeskreis im Radio gehört hast. Jetzt über 20 Jahre nicht nur zusammen sein, sondern auch zusammen arbeiten. Wie entwickelt sich die Dynamik? Also gab es auch mal Momente, wo du gedacht hast, nee, eigentlich kann ich das jetzt gerade gar nicht haben, dass er mir damit reinredet. Oder gibt es dir auch so eine Sicherheit, wenn du weißt, er ist an einem Projekt beteiligt, weil er weiß, wie du klingen möchtest? Also er hat mir, glaube ich, noch nie einfach so mit reingeredet zum Beispiel, würde ich sagen. Sondern es gab Projekte, da habe ich ihn im Vorfeld gefragt, ob er mitmachen kann.
Und dann hat man innerhalb der Projekte natürlich total Diskussionen geführt, weil es unterschiedliche Wege zum Ziel gibt. So. Und da wir nun mal zwei eigenständige Menschen sind mit eigenen Ideen, denkt man manchmal auch so, es gibt nur den einen oder den Weg. Das stimmt natürlich nicht. Mhm. Also insofern haben wir da viel dann Austausch gehabt, aber er redet mir nie rein, wenn ich ihn nicht frage. Und es gab aber Phasen, da habe ich es weniger gesucht und auch ja, einfach weniger gesucht. Und ich glaube auch umgekehrt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er sich jedes Mal anmeldet, wenn ich sage, du, ich bin gerade an der Platte, dass er seine Hand hebt und sagt, darf ich da mitmachen, bitte? Im Gegenteil, es ist für ihn ja auch Arbeit. Ja, klar. Und diese Arbeit, die er macht in meinem Projekt, mache ich nie in seinen. Also okay, hast du noch gar nicht gemacht? Never. Also aber weil du nicht möchtest? Oder? Ich kann das gar nicht. Also es ist auch gar nicht mal. Das denkst du? Nee, ich weiß, was ich... Das Gute an mir, glaube ich, ist, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Okay. Ich kann nicht produzieren. Okay. Ich habe auch überhaupt keine Ambitionen, Produzentin zu werden. Ich finde das super gut, wenn Leute das machen und können und sich dahin entwickeln auch. Mhm. Ich finde, alle können alles machen und werden mit den Möglichkeiten, mit den entsprechenden, die ihnen zur Verfügung stehen. Aber für mich ist es nicht so interessant. Ich kann co-produzieren. Mhm. Ich kann genau sagen, wie zum Beispiel bei Happy, sorry an der Stelle, wir brauchen einen Drumroll, der ganz klassisch wie ein Trauermarsch Drumroll klingt. Mhm. Das ist für mich schon ein co-produktionelles Input. Aber ich sehe mich einfach nicht in dieser Execution, diese 1000 Listen. Weißt du, Max hat Bücher voll mit Listen, wo Sounds drin stehen zu jedem Song. So organisiert mein ist er. Gott, ja. Ich glaube, die meisten Musiker sind in dem, was sie machen, so aufgeräumt und strukturiert. Mhm. Also wenn man durchgeht, so wie ich meine Vocals editiere, dann habe ich auch ein Buch voll mit so Notizen zu jedem Satz. Also das ist jetzt schon, glaube ich, keine Besonderheit. Und aber ich will das nicht für mich. Also insofern habe ich ihm auch nie geholfen beim Produzieren seiner Platten. Ich kann ihm schon Input geben. Ja. So, ich sage, natürlich zeigt er mir Sachen und fragt mich, wie finde ich das? Findest du, das fehlt noch was oder so? Dann gebe ich meinen Input. Aber ich mache mir nicht die Mühe, mich wirklich hinzusetzen und die Seite aufzuschlagen und da den Songtitel von Max hinzuschreiben. Und das macht er aber, weißt du? Das ist dann der Unterschied zwischen seiner Leistung als Produzent und meinem so Co-Produzieren, so, ja, mach mal so. Aber probier doch mal kurz noch das eine Ding da. Du bist vielleicht eher jemand, der noch ein bisschen gerne mit beim Würzen hilft, so in der Küche. Und er ist jemand, der gerne vom Scratch auch kocht. Er kann es einfach, er hört einfach auch die Dinge, die ich manchmal nicht mehr höre. Ja. Weißt du, das ist ja nicht nur, es ist Übung, aber es ist auch irgendwie ein Zugang. Mhm. Und er hat einfach einen Zugang noch zu anderen Welten in der Soundwelt, die ich in der Form nicht habe. Ich kann dir aber genau sagen, wann was gut ist. Ja. Ich kann dir sagen, das ist jetzt gut. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was die einzelnen Zutaten sind, in welcher Dosierung, damit es so ist. Ja. Ich kann dir nur sagen, ich glaube, wir brauchen so einen Bass, der so klingt. Ich glaube, ich kann arrangen. Mhm. Also an welcher Stelle kommt was im Song und so. Aber ich kann mich nicht hinsetzen mit den MusikerInnen und sagen, spiel mal den Lick so rum. Das kann ich einfach nicht. Nee, aber Max kann es einfach. Das ist auf jeden Fall erstens eine sehr große Wertschätzung von dir an ihn, also wie du gerade über ihn gesprochen hast, aber zum anderen auch eine große Wertschätzung von ihm, vor allen Dingen, weil er so, ich will gar nicht sagen begabt, sondern weil er diese Skills hat, weil er so ausgestattet ist mit so viel Know-how, dass er sich dann die Zeit für dich nimmt und sagt, mir ist es wichtig, an deinen Projekten mitzuarbeiten, weil es dir wichtig ist. Voll schön. Du hast aber schon erwähnt, in der Musikbranche ist es allgemein so, dass man mit vielen Nerds zusammenarbeitet. Und du hast auf Willpower auch einen amerikanischen Jazzmusiker mit drauf. Tim, jetzt musst du mir helfen, wie man den nennt. Lefebvre. Lefebvre. Mhm. Okay, es klingt sehr französisch. Timmy Lefebvre. Er hat unter anderem die Band geleitet, mit der David Bowie sein letztes Album Black Star aufgenommen hat. Ja. Er spielt Bass auf einigen deiner Songs. Mhm. Ich habe leider nicht das musikalische Gehör, um jetzt zu hören, auf welchem Song er den Bass spielt. Hideaway zum Beispiel. Auf Hideaway. Und wie war das, mit ihm zu arbeiten? Super gut. Also der ist ein alter Wegbegleiter und Freund von Roberto Di Gioia, weil die Jazzwelt ist so überschaubar. Die ist klein, Okay. Also, sie ist nicht klein, aber man kennt sich irgendwie. Und insbesondere auch so, das ist dann so eine Generationsfrage. Also innerhalb einer oder zwei Generationen kennen sich die guten Bassisten und Pianisten und so on and so forth irgendwie dann doch schon untereinander. Mhm. Und er hat viel mit ihm gespielt
schon, der Roberto mit dem Timmy. Und dann kam diese Idee auf, weil er, glaube ich, diesen Sound so zu spielen, so frei zu spielen, so soulful zu spielen, das kann er einfach. Ja. Und Roberto ist ein richtig guter Bassist. Der hat ja komplett Bass gespielt auf meiner letzten Platte Let Yourself Be Loved. Ah, der ist eigentlich Pianist und Komponist, aber sein Instrument ist das Klavier, okay. Roberto. Da sieht man wieder die Jazz. Aber Roberto kann Bass spielen wie viel besser als viele wirklich High-Profile-Bassisten, ist meine Meinung. Wahnsinn. Und er kann es einfach. Ja. Weißt du? Der ist in dieser Beziehung dann schon auch genialisch einfach veranlagt. Und er hat gesagt, der ist der Man, ist der Mann, irgendwie diesen Sound auch versteht. So diesen Mid-70s, Late-70s, juicy, high-fidelity, soulful Sound. Mhm. Ich nenne ihn jetzt mal Quincy Jones Sound. Ja. Das versteht er. Und dann hat er in Berlin gespielt und kam und hat dann einfach, die haben auch zusammen gespielt, also Hideaway zum Beispiel, da haben sie zusammen im Studio gesessen, Roberto am Klavier, Ferdi Kirner, Münchner, einer der besten Gitarristen in Deutschland, meiner Meinung nach. Shoutout. Gitarre, Shoutout. Mhm. Und Timmy halt Bass. Okay. Und es war dann im Raum und das hört man, finde ich, wenn man die Songs hört, dass da irgendwie auch die Musiker untereinander kommuniziert haben. Es klingt einfach so krass nach echter Musik. Also man hört einfach, dass da wirklich, dass nicht nur die Vocals, sondern wie du sagst, die Instrumentals, die Musiker selber nicht nur im Raum waren, sondern auch wissen, was sie machen und das voll leben und nicht, wir würden gern klingen wie, sondern das ist der Sound. Mhm. Es ist nicht angelehnt an den Sound. Ja. Auf Willpower geht es auch um Dinge, die noch kommen, also Dinge, die in der Zukunft liegen. Gibt es irgendwas speziell, wo du sagst, boah, da freust du dich richtig doll drauf? Gibt es da irgend so versteckte Träume in der weiten Zukunft vielleicht sogar? Ich will gesund bleiben, wie gesagt. Ich glaube, ich habe schon echt viel, weißt du? Ja. Ich finde, ich habe genug. Absolut. Das ist ja auch schön, wenn man zufrieden sein kann, wenn man im Jetzt sein kann und nicht immer nach dem Nächsthöheren strebt. Das ist ja auch irgendwie dieser Zeitgeist, dass man immer getrieben ist von mehr und noch weiter und noch höher. Und dann kommt das und eigentlich gerade ein Album veröffentlicht, aber da muss schon jetzt wieder weitergehen. Wie gesagt, ich bin richtig gespannt auf die Tour. Ich auch. Es wird bestimmt mega cool. Hoffentlich. Wird busy. Und wahrscheinlich könnt ihr das sogar zu zweit machen, weil es muss jetzt keiner mehr zu Hause bei den Kids sein. So ist es. Ne? Thema Tour. Du fühlst dich ja immer sehr, sehr wohl auf der Bühne. Irgendwie ist es so dein, weiß nicht, wie so ein Fisch im Wasser bist du da. Mhm. Es gibt viele KünstlerInnen, die sehr aufgeregt sind, bevor sie auf die Bühne gehen, die irgendwie da eine Nervosität vorspüren. Ja. Hast du die Nervosität trotzdem noch oder ist es eher die Vorfreude darauf, das ganze Gesamtwerk endlich zu den Leuten zu bringen, die es auch hören? Ich glaube schon, dass da eine Grundnervosität mitschwingt, weil ich auch wirklich sehr lange nicht auf Tour war. Mhm. Also meine letzte Tour ist eben ins Wasser gefallen, nachdem ich sie viermal habe verschieben müssen. Das ist also insofern schon echt lange her. Meine letzte Tour war die Gleisdreieck-Tour in 2018, wow, glaube ich. Und jetzt ist 2023. Ja. Also insofern bin ich da ein bisschen aus der Tourübung raus und bin gespannt, ob es ist wie mit dem Fahrradfahren irgendwie. Kurz mal wieder rauf und dann läuft's wieder. Ich bin nicht zu selbstbewusst. Aber selbstbewusst. Du kannst auf jeden Fall selbstbewusst sein. Also ich habe dich schon live gesehen und ich glaube, das ist komplett dein Element. Und vor allen Dingen mit diesem Album, du wirst alle abholen und es wird fantastisch. Ich bin mir richtig sicher. Danke. Ja, also letztendlich, du zelebrierst deine Freiheit, dein Leben, die Dankbarkeit für das Leben, das neue Kapitel, irgendwie diese neue Lebensphase, in die du gehst. Mhm. Und ich finde es sehr cool, dass du uns alle immer mitnimmst und irgendwie so einen kleinen Einblick gewährst. Es ist schon ein sehr großer Einblick auch, weil du sehr offen bist und in die Tiefe gehst. Deswegen danke, dass du heute hier warst, dass du mit mir über dein neues Album geplaudert hast und vor allen Dingen, dass du uns diese große Momentaufnahme in dein Leben gegeben hast. Danke für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.